Es gibt auch Bedenken, dass durch eine Straßenbahn das Stadtbild verschandelt werden würde. Wenn man mal in einer der vorhin genannten Städte mit einer modernen Straßenbahn war, dann weiß man, wie gut sich die Bahn und die Trasse dort ins Gesamtbild einfügen. Ich habe hier mal ein paar Fotos zusammengetragen. Denkt ihr wirklich, dass der Bau dieser Straßenbahn das Stadtbild negativ beeinflusst hat? Ja, und was ist mit den Oberleitungen? Die fallen jetzt echt nicht wesentlich ins Gewicht. Wenn das so wäre, würden wir ja dauernd Beschwerden aus anderen Städten darüber hören. Aber wenn man es unbedingt will, geht es zumindest abschnittsweise auch ohne Oberleitung für die Straßenbahn, wenn man bereit ist, dafür höhere Kosten in Kauf zu nehmen. Ja, was ist denn nun mit der Biebricher Allee? Hier sollen ja sehr viele Bäume gefällt werden. Was vor allem die BI-Mitbestimmung darüber verbreitet, ist so übertrieben, dass es mit der Realität nichts mehr zu tun hat. Laut ihnen sollen bis zu 200 der 430 Bäume dort gefällt werden. Dabei sind es laut den Planungen nur 44, also gerade einmal 10%. Und die 44 stehen auch alle im Haltestellenbereich. Das heißt, die restlichen Bäume entlang der Straße sollen alle stehen bleiben. Und alle gefällten Bäume müssen dann übrigens aufgrund von Paragraph 15 Bundesnaturschutzgesetz ausgeglichen werden. Es ist ja schade, dass Bäume gefällt werden müssen, aber gegen die aktuelle Verkehrsbelastung von mehr als 10.000 Fahrzeugen pro Tag, welche für ein sehr kurzes Baumleben für die Straßenbäume sorgen, zumindest im Vergleich zu den Artgenossen sonst wo, protestiert komischerweise keiner.